Nimm deinen entzückenden Pöppis aus meinem Gesicht. Halt die Fresse und such. Blöde Nervkuh. Bin hängen geblieben. Das wusste ich schon. Na dann. Wo war die blöde Kerze? Unten erst, ne? Ja, bei ihr. Warte, stopp, zurück! Warum? So, und jetzt lässt du sie erst die Tür aufmachen. Ach, das war doch egal. Ja, hab ich gemerkt. Hallo. Komm. Was ist, wenn ich das falsch mache? Brandstiftung. Oh, Klemmbrett prüfen. Kann ich dich drücken? Kannst du gucken, was da jetzt steht? Yes! Let's play hide and seek! Can't play tag later too. But first, you have to win against me. If you don't. Ich hab einfach was Falsches getippt. Okay, ich geh da mal. Nimmst du die Kerze von ihr? Ich hol die unten. I'll start. Hallo? Kommst du? Ja, ich wollte was gucken. Weil ich habe ja den Kuchen gegessen. Kuchen macht Leben. Ja, also vorhin. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Ich glaube, es lag was auf den Stühlen. Kann gar nicht sein. Ich will ja nur, dass wir Angst haben und rausrennen. Ja. Kann ich eigentlich springen? Nein. Nicht in der Hocke. Es liegt Kuchen auf dem Tisch. Habe ich gerade gesehen. Okay. Nimm deinen entzückenden Pöppis aus meinem Gesicht. Von hier aus die rechte Seite vom Tisch oben drauf am Kopf. Okay. Falls du brauchst. Ich schlafe und hat einen Unfall oder so. Sieht aus, als würdest du die Treppe kacken. Guck mal, ich mache immer so auch so wie. Ach, jetzt bin ich wieder raus. Ja, ja. Guck, du hast so gemacht. Sieht aus, als würde man da hinkacken. Da kommt sie schon wieder. Ich glaube, sie trampeln gehört. Ready or not, here it comes. Ach nee, es ist nicht die mal so rennt und kichert, ne? Das war Samuel. Ja. Ja, das wäre noch, wenn der jetzt auch noch mit da rumrennt. Und vielleicht ist das die nächste Stufe. Oh no. Come on. Nein. Make a sound, my friend. Nein. Ich will keinen Sound machen. Neue Aufgabe im Glambrett. I don't want to play anymore. Let's play tag instead. But we'll play my scratchers. I'll use my scissors. And you. Stell du dich mal hinter dieses Feuerchen. Run. Und ich lock sie dahin. Ich weiß nicht, ich hoffe oben irgendwo. Das Feuerding ist weg. Ja, ich seh's. Sag mal, was soll denn das? Einmal. Ich springe runter. Oben. Sie kommt jetzt von oben runter. Denk dran, da ist Kuchen auf dem Tisch. Hier vorne. Was, Buh? I don't know. Hat sie dich oder mich gesehen? Mich. Mist. Oh!
ich esse den Kuchen. Mach das. Ist sie bei dir oder hinter mir? Ich glaube hinter dir, ich bin mir aber nicht sicher. Scheiße, ich habe ihr oben Feuerchen gemacht. Und sie ist gar nicht da. Jetzt kommt sie zu mir gerannt erst. Das heißt, sie hat von dir kurz vor dem Feuer abgelassen. Okay, hier oben ist wieder was zum Anzünden, sonst könnt ihr auch hochkommen. Oh, hast du sie? Sehr gut. No, aua, 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 aua! So dann? Ja. Oh, was ist denn jetzt hier unten los? Muss sie jetzt hier nur reinrennen oder was? Hä? Ich weiß nicht, sie steht hier oben und brennt grün. Ja, hier unten war auch grünes Feuer. Was? Hä? Ich hab sie verbuggt. Wieso läufst du oben auf der Balustrade rum? Was sind das für rote Funken? Sie kommt langsam runter. Hier unten war grünes Feuer. Ja, sie hat grün gebrannt. Ja, und hier unten waren zwei Flecke auf dem Boden. Und dann stand sie zwischen den zwei Couches und hat sich wie wild im Kreis gedreht. Oh, da kommt sie wieder. Wo ist die Musik? Geht's jetzt wieder besser? Oh, nee, geht's nicht besser. Welt dreht sich. Nicht gut, Flausch. Ich guck mal, ob hier irgendwas zu essen noch liegt. Oh, ich hab was gefunden, okay. Wo bleibt sie denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich kann den Tisch anzünden. Da kommt sie. Ich glaube, da kommt sie. Ja. Na, lass mich da durch. Oh, dieses dumme Ding da. Ich lauf hoch. Scheiße, hier ist nix. Hier ist nix. Spring über die Couch. Da war eine Schreibmaschine. Auf der Couch. Ja. Ach, das ist doch wieder weg, bevor sie da ist, oder? Stimmt. Es ist weg. Leuchtet grünes Feuer. Mit dem Limbus. Nein! Mach keinen Scheiß. Ah, lass mich in Ruhe. Scheiße, 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 scheiße. Na, sag mal, warum kriegst du mich jetzt auf einmal hier? Was soll denn das? Fick dich doch, lass mich. Ah, oh, ich hab ihn zu viel. Ah! Das ist doch abgekatert. Genau dann, wenn du im Limbus bist, komm ich aus dieser fucking Ecke nicht mehr raus.
Dann lauf nicht in diese Ecke. Ja, da sind verschiedene Ecken. No touch. No touch. No touch. Wo bleibst du? Ich bin schon drunter. Oh. Wo bleibst du? Hab dich halt nicht gesehen. Ja, ja. Ready or not, here it comes. Halt die Fresse und such. Blöde Nervkuh. Yeah. I can see your light, my friend. Ist mir scheißegal. Sehr interessante Fliesen. Passen mit dem Boden überein. Where are you, my friend? Die Kerze noch in der Hand. Was? Du hast die Kerze noch in der Hand. Hab ich vorhin auch die ganze Zeit. Die sieht das nicht. Die ist nämlich doof. Ich kann ja. Kann den Techno festmachen. Das sieht die überhaupt nicht. Pass auf, jetzt krabbelst du unter der Dingens hier drunter, ja? Drück mal die rechte Maus. Und jetzt? Hat das nicht geklappt? Ich konnte damit so klick, 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 klick machen. Geht nur, wenn ich die Lampe anhab, geht das. So. Klick, 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 klick. Du machst. I don't want to play. Let's play tag instead. Fine. We'll play my use my scissors and you the candle. Now, run. Go. Was ist? Na, nicht doch jetzt schon hier. Was soll denn der Scheiß? Oder können wir anzünden? Konnten wir. Komm zu mir. Da war nämlich gleich noch ein Patch. Ja, da kommen wir jetzt. Ja, kommen wir jetzt aber wieder hoch. Wieso kriege ich denn trotzdem hier was ab immer? Nein, ihr seid dran vorbeigelaufen. Jetzt hat. Ich habe mich versteckt. Ich sehe nirgendwo einen Fleck. Oh, sehr gut. Aua, aua, warum haut sie mich denn jetzt gerade die ganze Zeit? Im Limbus. Oh, hallo Katze. Du bist im Limbus? Ja. Rocky ist gerade schlecht. Ich kann sie sehen, sie hat mich aber nicht gesehen. Ich halte jetzt durch, bis du wieder da bist. Ich hoffe. Ich stehe oben auf dem Geländer. Bin wieder da, aber ich habe keinen. Hier ist ein Patch. Hier oben bist du? Ja, bin da. Bin hier bei dir. Ja. Hier ist ein Patch. Ja, war. Oh nein, er war da. Wo ist sie? Da ist keine Kerze. Wo bist du gestorben? Da liegt die dann. Treppe. Hier oben ist wieder einer. Ihr könnt nach oben rennen. Ah, sehr gut. Sie ist umgefallen. Da steht was. Tut es? Bei mir steht hier immer nur, du hast
Ja. Steht, entscheide über Lillys Schicksal. Verbrennen oder verschonen? Sie hat uns so geärgert jetzt eigentlich, ne? Davor hat sie uns geholfen. Warum? Warum müssen wir das denn jetzt entscheiden? Sie will, dass ich sie mit Kerzen anzünde, aber ich brauche ein... Was? Ja genau, das stand bei mir die ganze Zeit. Ich brauche ein größeres Feuer. Ich glaube, du musst draufklicken, ob wir verbrennen oder verschonen. Was machen wir denn? Ich weiß nicht. Arme Lilly. Rocky. Rocky, sag mal links oder rechts. Daddy, hallo? Guckst du mal? Nee. Er guckt gruselig die Tür an. Okay. Burn. Decide to burn, Lilly. Da ist die Seele. Die müssen wir zum Altar bringen. Hm. Hallo? Das ist eine Seele in einem Glas. Wie sind diese Menschen nur in diese Lage geraten? Besser, wir bringen es zum Altar. What? Wieso? Der Altar war doch vorhin da, oder? Wie? Wieso sind wir jetzt wieder hier? Du ziehst eine Seelenspur hinter dir her. Yay. Hier ist doch kein Altar. Oh nein, Fatal Error. Game has crashed. What? Nicht jetzt. Was ist denn heute los? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts nehmen. Ist das jetzt, weil du weg bist? Ja, mein Spiel ist abgestürzt. Fatal Error. Ich bin alleine. Jetzt bin ich weg. Zu YouTube. Wir enden jetzt mit einem Cliffhanger. Oder meinst du, es ist das Ende des Spiels? I don't know. Oder wir machen. Ich habe das Gefühl, da kommen noch mehr, weil das hieß ja Sammelseelen. Kann auch ein Übersetzungsfehler sein, ne? Aber. Ja. Wir könnten noch zweite machen mit wir verschonen sie. Aber dann müssen wir wieder alles machen, oder? Oder kannst du... Ich habe keine verschiedenen Speicherpunkte. Ich habe immer nur den letzten und ich weiß nicht, wann er zuletzt gespeichert hat. Dann gucken wir nochmal rein, ja. Hab dich eingeladet. Ich hab angenommen. Okay. Also wir können es gar nicht nochmal machen. Dann müssen wir komplett von vorne anfangen. Okay. Bringe Lillys Seele zum Altar in der Höhle hinter dem Portal und hüte dich vor dem Wesen, welches die Seelen gefangen hat. Hinter dem Portal? Ach so, da, wo ich angefasst habe, wo du mich angemeckert hast. Oder? Und ich habe keine Ahnung. Scheint in diesem Wald eine Art Fluch zu lassen. Finde die Quelle dieses Fluches, haben wir auch nicht gemacht. Ich denke, weil das noch kommt. Finde die Seelen, ja, ich sehe es. Habe ich die Seele noch bei mir denn? Ziehe ich noch eine Spur hinter mir? Nee. Oh. Aber es hieß ja, wenn wir rausfallen, irgendwo steht es dann, auf irgendeinem Hier. Tisch. Ich hab's. Das sieht doch, nice. Ne? Und da ist auch unsere Taschenlampen. Ja, die konnte ich vorhin nämlich nicht nehmen. Was ist denn hier für ein Zettel? Emma Johnson? Liebe Experten, wir wenden uns an Sie in der Hoffnung, dass Sie uns helfen können, ein schreckliches Geheimnis zu lüften. Das haben wir, glaube ich, gehabt. Jede notwendige Entschädigung für Ihre Dienste anzubieten, sind Sie bereit. Bitte helfen Sie uns, einen Weg aus dieser Finsternis zu finden. At least we can try, ne? Hier ist ein Eichhörnchen, hast du es gesehen? Was? Da. Na? Es ist ein bisschen gruselig. Ein bisschen, ja. Passt. Ich kann Lillys Weinen dort drinnen hören. Es fühlt sich an, als wolle sie mich warnen. Ja, wo war denn diese Höhle?
Wir haben oben rechts so eine Karte. Ja, ja. Wir waren im Osten da irgendwo. Und ich glaube, wir waren unten rechts. Aber ganz oben sieht das eher nach Höhle aus hier. War hier nicht irgendwo mal eine größere Karte? Nee. Ich lauf mal auf diesen einen Klumpen dazu. War das nicht auch das Spiel, wo erst ein, zwei Level fertig waren? Nee. Also doch schon, das ist noch nicht alles fertig, meine ich auch, aber dann kommt, denke ich mal, so eine Endsequenz erstmal, ne? Okay, das ist der Friedhof. Der war es nicht. Oh, so langsam tut mir die Hüfte weh. Du bist halt alt. Ja. Wo bist du jetzt hin? Jetzt bin ich ganz oben in der Mitte, ja, ganz oben bei diesem Spitzdachding. Das ist das Haus, wo die Nonne drin war. Da war es auch nicht. Jetzt gehe ich zum nächsten Häuschen rechts auf der Karte davon. Ich laufe Richtung Südosten. Okay. Eine Laterne, das ist ja fein. Ja, hier ist doch ein Haus. Wo ist denn hier mein Haus? Hä? Ich würde behaupten, das ist noch nicht fertig. Und was leuchtet hier? Ich laufe jetzt aufs Licht zu, außerhalb der Karte. Nicht die Sonne. Ich teste jetzt, ob ich von der Map fallen kann. Hörst du das auch? Ja, ich werde gerade verfolgt von einem bösen Geist. Was war? Der mich mit einer Sense gerade umbringt. Na dann. Ist ja schon wieder vorbei. Bin ja auch so gut wie tot. Hier ist ein Haus angezeichnet, aber hier ist kein Haus. Oh, hier ist doch ein Haus. Ich hab nichts gesagt. Hier waren wir aber noch nicht. Oh, hier ist ein Skelett mit einem Zettel. Ich kann mich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern. Nicht mal mehr an die Gesichter meiner Familie. Meine Angst ist, dass es meine Erinnerungen nimmt, sich daran ernährt. Ich sehe und höre merkwürdige Dinge, Schatten, die im Augenwinkel vorbeifliegen, eine Stimme, die nach mir ruft, muss es verbannen, bevor es uns alle verschlingt. Wer das ist, steht hier nicht, aber er hat es wohl nicht geschafft. In, so ganz rechts in so einer Scheune. Ich bin auch in der Scheune rechts. Ich hänge irgendwo dran, so. Oh, hier sind auch Skelette in einem Auto. Okay, ich habe zwar auch ein Skelett. Skelette, aber eher in einem Beschwörungszirkel. Gut, ich laufe zum nächsten Häuschen. Diese Schreibmaschine. Das Häuschen ist ein bisschen moderner. Es ist nicht mehr aus Holz.
Waren wir hier? Nee, ich glaube nicht. Oder? Oh, ich habe Lilly gefunden. Oh, die sitzt als Püppchen hier rum. Wo denn? Wenn du ganz oben in der Mitte von der Karte guckst, gehst du ein Stück runter und nach rechts, da ist ein Häuschen und da drunter ist nochmal ein viereckiges Häuschen. Da bin ich. Sie guckt Fernsehen. Flausche, ich habe mich verlaufen. Oh nein. Ich leuchte dir. Ich bin hier. Wo bist du? Ich muss nach Süden gehen, weil ich nicht mehr nach links gehen kann. Geh mal genau in die Mitte von der Karte. Kann ich nicht. Hä? Da ist ein riesiger See. Ach, dann wahrscheinlich da, wo die weißen Linien drumherum führen, wa? Hier ist eine Brücke. Ich habe keine Brücke gesehen. Wirst du verfolgt? Ja, again. Ich nicht. Au. In so einem weißen Haus. In einem weißen Haus? Ja, es sieht aus wie ein ganz normales Wohnhaus. So ein Backsteinhaus mit roten Backsteinen. Ich habe es von außen nicht so genau angeguckt. Von innen ist es ein weißes, gestrichenes Haus. Dann bist du einen zu tief. Du musst einen höher noch zu mir. Sieht zumindest von der Karte her so aus, als wärst du in dem, was weißen Klinker hat. Nur fürs Protokoll, die Vordertür ist geschlossen. Ich blinke hier draußen nach dir. Ich hüpfe und sende SOS. Na, nicht ganz SOS. Hab ein rotes Backsteingebäude gefunden. Und davor blinkt jemand, das bin ich. Ich höre dich auch. Hi! Wo? Ja! Los, rein da. So, so gut hier, wie tot. Da, geh mal da rein hier. Lilly! Lies mal den Zettel. Was steht da? Liebe Perila, wir werden uns bald treffen. Ich freue mich darauf. Lilly. Da steht dein Name drauf? Ja. Bei mir steht liebe Flauschhase. Read the note the doll girl wrote. Ja, fein. Wir haben uns aber schon getroffen. Und dann war ich gerade dabei, hier einmal so ums Eck zu gehen und zu gucken. Oh. Gott. Lausch. Ist dir aufgefallen, dass das die Bilder ihrer Mutter sind, die hier hängen? Hier ist ein QR-Code. So, könnt ihr ihn gerne auch mal abscannen. Ich nehme einmal mein Telefon hier. Was knackt dann beim Ohr? Ich kann gerade nicht gucken. Ich muss einen QR-Code scannen. In Browser öffnen ztextstudio.com/puzzle-html. Oh, ich sehe ein Video von einer Kamera. Jenige läuft da auch rein. Warte. Es geht 12 Sekunden, dieses Video. Da geht. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Alles gut. Oh, oh Gott. Ah, mir ist nur ins Gesicht gesprungen. Ja, also da geht jemand durch eine Holztür, sieht so ähnlich aus wie die hier. Ja, könnten die hier sein. Da ist, wenn er reinkommt, links ein Fernseher und so eine Blümchentapete.
Und ich glaube, dann gibt es aber einen Schnitt und dann hat er Backsteine und einen Tisch, wo irgendwas drauf liegt. Und das hört wieder auf. Old footage from a found Videokamera. Also hier ist Backsteine. Ja, und da Kindergebasteltes. Nee, das ist da nicht. Es steht nur ein Tisch. Ich guck noch mal eben. Oder geht der da durch die Wand? Warte mal. Wir brauchen eine Tür, wo links ein Fernseher steht. Und links vom Fernseher. Okay, warte mal. Vielleicht oben? Was war das? Lilly ist die Treppe runtergekrabbelt. Ja, fein. Als ich hoch bin. Ja. Irgendwas ist gerade durch mich durch. Hier ist doch der Fernseher. Ha, Tatsache. Guck mal, hier, wo, da wo Lilly ist. Ja. Ah. Was ist das? Soll ich es nehmen? Ja, sieht aus wie Zähne. Neue Aufgabe im Klemmbrett. Runenfragmente. Optional, finde mehr Runenfragmente, um die Rune zusammenzubauen. Nach der Größe zu urteilen, sollte es 3 Fragmente sein. Okay, dann sollten wir vielleicht doch die Karte nochmal abklappern. Ah, aber eins weiß ich jetzt schon, bei dem einen Haus, wo ich war, brauchst du ein Buch der Schatten. Das heißt, wir sollten nochmal zum Anfang. Sind doch schlau und haben es nicht mitgenommen. Aber ich habe das Gefühl, es wird definitiv jetzt nicht vorbei sein. Ja. Das Game. Also ich kann nur sagen, das Game, das lohnt sich. Hier geht's nach oben. War hier oben denn was? Diese Türe scheint verschlossen zu sein. Da ist der See, wo ich nicht drüber kam. Ich sehe keinen See. Na doch. Hm. Also können wir nicht schwimmen, ja? Nee, da kam dieses Vieh und haut dich. So, gehen wir wieder, oder? Was war das? Hast du das gesehen? I don't know. Es war eine schwarze Rauchwolke. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt geradeaus durch. Da ist ja unser Camp, glaube ich, ne? Ja. Holen das Buch und vielleicht auch diese Laterne, wenn die da ist. Ich habe jetzt nur irgendwie, ich habe die Aufnahme nicht gestoppt und habe null die Zeit im Kopf. Tadam. Wobei, es fehlen vielleicht noch 20 Minuten. Das heißt, wenn wir jetzt mit dieser Aufnahme eine Stunde voll machen, dann noch 20 Minuten, heißt noch 40 Minuten, glaube ich. Okay, dann muss ich aber auch Paletten streichen gehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Glaube ich dir. Ich habe ja eine Farbpistole. Ich würde sie dir leihen. Das kannst du mit der Farbe aber nicht machen. Das ist ja eigentlich nur so für flüssige Dinger. Und das ist wie Bitum. Das ist Gummifarbe. Wetterschutzfarbe. So. Hier ist das Buch der Seelen. Ich habe das Buch. Gibt es hier diese Laterne? Aus Salz und Pfeffer. Nein, nur Salz und Pfeffer. Was ist das? Ja, die Laterne steht hier auf dem Tisch. Nee, oder? Hier. Nee, ist eine andere. Hier, ich habe sie hier um die Ecke. Was ist das? Oh. Achso, das Buch habe ich schon. Das hast du schon, okay. Heißt das, dass wir die Laterne auch irgendwann mal brauchen? Mit der Laterne hast du vorhin irgendwann irgendwas geöffnet. Aus Versehen wahrscheinlich eher.
Oh. So wie in der ersten Folge, zweiten Folge, dieser Reiter da sich gelöst, geöffnet hat, verschwunden ist. Ja. Okay, ich habe eine Taschenlampe. Habe ich ja. Ich habe Lillys Seele hoffentlich noch irgendwo. Da, hab Lillys Seele noch. Hast eine menschliche Seele. Nein, du hast eine menschliche Seele. Und ich könnte ja das hier noch mitnehmen. Curse Level 98.000? Okay. Ah. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zu deinem weißen Backsteinhäuschen, ja? Nee, der Schatten bräuchte mir ganz rechts. Was? Wir sollten nach rechts unten gehen. Das, was ich meinte, wir müssen nach ganz rechts. Und da ist der See im Weg, deswegen müssen wir so schräg runtergehen. Ich wäre jetzt auf dem weißen Weg geblieben. Ich habe gerade ein kleines schwarz-weißes Problem, was in meinen Mund will. Schwarz-gelbes. Sekunde. Ach, Wespi. Du bist echt nervig. Ach, ein Wespi. Ja. Ich dachte, ein Katzi. Na komm, verschwind. Ich hab die in einer halben Stunde spätestens wieder hier drin. Die kommt jeden Tag 10-mal rein. Oh Gott. Und ich weiß, dass es die gleiche ist. Hast sie markiert? Nee, aber sie hat nur 5 Beine. Weil du ihr schon eins ausgerissen hast. Nein! Nein, sowas mache ich. Die ist einfach doof, oder die mag dich. Ich glaube eher, sie mag mich, weil sie kommt immer, trinkt mal einen Schluck Kaffee und haut wieder ab. Die ist, du hast sie angefixt, du hast sie süchtig gemacht. Wahrscheinlich, oh no. Ah. Ja, ich laufe dir einfach blindlings hinterher. Ja, Bein gebrochen, macht nix. Eri, du bist im Wasser. Ja, du auch. Nicht gut, nicht gut, raus hier. Ah, es hat uns nur ein Viertelleben gekostet. Ach. Das geht ja noch, aber wir können doch erst jetzt zum Backsteinhaus, wenn wir sowieso schon daneben sind, ne? Ja, da wollte ich auch hin. Ich wäre nur über den weißen Weg gegangen. Ach so, ging das ja viel schneller, ne? Ja, Bein gebrochen, aber ging schneller. Hast du nicht gesagt, ja, das wäre zu? Die Vordertür ist zu, ich habe hinten aufgemacht. Ach ja. Hä? Jetzt war hier gerade ein Händchen, da. Ach so. Ich dachte gerade, das wäre irgendein Rätsel. Nein, das ist einfach nur ein Induktionsherd. Das ist ein hübsches Haus, oder? Ja. Wenn es jetzt nicht so mitten in dieser Gegend wäre, würde ich sogar hier versuchen wollen zu wohnen. Ja. Was zum Kuckuck ist denn mit dem Auto passiert? Was ist denn mit dem Auto passiert? Ich ein bisschen vergammelt? Versteinert und vergammelt? Wo bist du denn oben? Ja. Das ist ein leerer Raum. 25 Grad drin, 64% Luftfeuchtigkeit und es ist 12.30 Uhr. Schickes Schlafzimmer. Ah, 64 ist schon über dem Grenzbereich, ne? Luftfeuchtigkeit? Ja. 40 bis 60 ist normal. Ah. Ich habe abgespült. Das ist aber lieb von dir. Ja, wer weiß, was da drin war vorher. Ja, ist ein Kinderzimmer, ne? Ich glaube, ja. Was ist das hier für ein Haus? Hier ist ein Laptop. Ich habe gerade dasselbe gesagt. Kann auch nichts damit machen. Oh, hier ist ein Zettel.
Johns Notebook Passwort eingeben. Versuch mal Name Sarah, Passwort 19072022. Was? 19 oder 9 und 10? 19. Der 19.07.22 ist das. Soll ich jetzt 2022? Ja, steht hier. Ach, fuck. Nochmal, Ihr Name nochmal? Sarah mit H hinten. Sarah, der 19. 07. 20. 22. Falsches Passwort. Wegen englisches Datum vielleicht? 0719? Oh, warte nochmal. S-A-R-A-H und dann 0. Nein, gar nicht wahr. 1-9. Jedoch, wir wollten das amerikanische versuchen, ja. Ne? 07-1-9. 0719. 2-0. Ja. Falsches Passwort. Ich bin auch einfach dumm. So. Hast du John eingegeben? Schatzara? Nee, das steht ganz dick unten drunter. Name und Jahreszahl. Also. Siehst du das auch? Nee. Wo bist du denn? Kann ich das hier zumachen? Ja, so. Hier. John hat einen neuen Gruppenchat erstellt. Anna, James, Lisa, Mary, Peter. Wir kennen doch nur Lisa, oder? Ja. Bald wird alles wieder beim Alten sein. Wir treffen uns morgen um 22 Uhr bei mir zu Hause und fahren vor Mitternacht zu dem Ort. Ich habe sie bereits kontaktiert. Mary. Hi John, danke für das Organisieren von allem. Ich bin immer noch etwas nervös, aber bin bereit, alles zu versuchen. Bist du dir sicher, dass wir ihnen vertrauen können? Die wollten ja wieder Lilly erwecken, ne? Ich glaube nicht nur Lilly. James, du hast bereits entschieden, John zu vertrauen. Warum vertraust du den anderen nicht einfach auch? Konzentriert euch auf eure Ziele. Ich weiß, dass das klappen wird. Vertraut mir und vertraut ihnen. Peter, nach all dem, was wir getan haben, gibt es kein Zurück mehr. Lisa, es wird sich alles lohnen, Peter. Wer ist denn Peter? Wer ist Anna? John, du hast... Ja. Wir haben alle Namen schon mal gehört. Ist das so? Das sind die Namen auf den Grabsteinen. Ist das so? Okay. Ich glaube, ja. Ich kann mich an Mary, ich kann mich an Peter erinnern. Scheint ja dann nicht so gut ausgegangen zu sein. Anna, John, du hattest erwähnt, wir sollen Behälter aus Glas mitnehmen. Reicht einer aus? Ich habe eine Seele in einem Glas. John, genau, bringt einen Behälter aus Glas gefüllt mit Wasser. Ein Behälter pro Person reicht aus. Was genau sollen wir mit diesem Behälter mit Wasser machen? Lisa, er hatte erwähnt, dass diese Behälter ein wichtiges Teil des Rituals sind, als wir uns getroffen haben, Anna. Da ich darum gebeten wurde, mich um die Sache mit den Behältern zu kümmern, werde ich die Details vor Ort erläutern. James, was ist mit den anderen Sachen? Peter, ich hoffe, dass die andere Gruppe das erledigt. Ich kann nicht mehr. John, keine Sorge, die andere Gruppe kümmert sich darum. Wir müssen nur unseren Beitrag leisten. Das war's. What the fuck geht hier vor sich? Was haben die gemacht? Lass uns mal einen nach ganz unten gehen. Ja, ich hab die Tür zugemacht. Ich hab das Auto noch nicht gesehen. Da. Oh, eine Badewanne. Kann ich auch abspülen? Ja. Und da war ich hier vorhin. Ja, das steht da schon ein bisschen länger, ne? Warum ist das Auto in dem Zustand, das restliche Haus aber tipptopp? Es gab kein anderes gratis Asset. Aber der Toaster funktioniert. Ja.
Ich versuche gerade wieder von dem Auto wegzukommen. Ich hänge irgendwie fest. Ah, so. Bin wieder da. Wo wolltest du hin? Nach Süden. Eigentlich nach Osten, aber wir müssen erst nach Süden, um nach Osten zu kommen. Der Peri hinterher. Hey, oh, was geht? Der Peri hinterher. Geh ab in den Süden. Die Peri kennt den Weg. Peri versucht's. Wieso macht das so flutsch, flutsch, flutsch Geräusche, wenn wir doch über eine Brücke laufen? Ja. Sieht aus wie ein Schiff, oder? I know. I know. Was war das? Hier war das mit den unsichtbaren Wesen. Genau. So, und jetzt lass uns mal nach rechts gehen. Den rechten haben wir noch nicht, ne? Genau. Ich frage mich, was ist das da ganz links in diesem Knick? Ist das einfach nur die Karte komisch abgebildet oder? Weiß ich nicht. Huch, ich häng fest. Bin hängen geblieben. Das wusste ich schon. Muhahaha. Möge dir das Muhaha im Halse stecken bleiben. Niemals. Na, wo ist denn das Haus? Da ist es. Ist das meine Hütte? War ich da schon? Nee. Na, wo sind wir denn, Frau Eichhörnchen? Ach, da. Na, hier? Hier war ich, und wenn du hier um die Ecke gehst, hier brauchen wir das Buch. Anscheinend. So, warte. Die Symbole an diesem Ort scheinen eine Art alte Sprache zu sein. Wir konnten entziffern, was sie uns sagen wollen. Ich bin ein stetiger Gefährte, stets an deiner Seite hier. Im Licht blühe ich auf, doch in Dunkelheit verstecke ich mich schier. Ich ahme deine Bewegung nach, doch stille bleib ich stets und klar. Was bin ich? Nenn oh, meinen Namen ich. Und der Weg wird offenbart. Das weißt Glaub du. Zumindest. Ein Schatten, oder? Im Licht blühe ich auf, doch in Dunkelheit verstecke ich mich. Ja, ich ahme der Bewegung. Ja, das klingt logisch, ne? Müssen wir auf Deutsch oder Englisch antworten? Ich glaube auf Deutsch. Enter? Hat er irgendwas gemacht? Irgendwas passiert? Nee. Hä? Achso. Englisch. Ja? Was ist passiert? Ja, mich hat's weggeschubst. Eine Falltür ist aufgegangen, aber warte mal eben noch eben kurz das hier angucken. Guck mal, das ist der Ort des Rituals. Da ist ein Glas. Guck mal hier, liegen Bücher. Hätten wir das auch nehmen können? Nee. Hab ich versucht gehabt. Ach so. Na dann. Okay. Oh ne, war da um die Ecke. Ist aber auch um die Ecke und dann. Ja. Mein Gott, wer hat das denn gebaut? Die Umzugskartons nicht. Hier. Normale Entität. Wir brauchen deine Laterne, glaube ich.
Wir haben keine Laterne. Die habe ich dir doch vorhin angedreht. Nee. Doch. Sagt hier. Wenn ich die hier nehme, dann laufe ich nochmal zurück. Also ich glaube. Sicher bin ich mir nicht. Oh Gott. Ist dir was passiert? Mir ist nichts passiert. Dann habe ich wieder irgendwas nicht gesehen. Ich guck mich hier ein bisschen um. Und ich gehe eine Laterne holen. Gehst mit deiner Laterne. Oh, habe ich hier den Zettel neben der Leiche schon gelesen? Nee. Ich spüre, wie die Dunkelheit mich übernimmt und mich verzehrt. Wir haben eine schreckliche Macht auf Whispering Pines losgelassen. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Ja? I'm sorry, aber... Ja? Lilly rennt hinter mir her. Wie jetzt? Lilly sitzt in XXL hier auf der Brücke. Fein. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns alle verschlingt. Ist das mit sie gemeint? Wir sind alle dem Untergang geweiht. Warum ist hier ein Baumhaus? Oh nein, das ist eine alte Mühle. What? Das ist die Scheune, wo du vorhin warst. Kann sein. Sag nicht, du hast daneben die Mühle nicht gesehen. Nee, ich sehe sowas nicht. Ich bin ein Blindfisch. Ich laufe an 2 Meter Weihnachtsbäumen vorbei und habe sie nicht gesehen. Die auf einmal im Wohnzimmer stehen. Ich kann da nichts für. Ich bin wie ein Mann auf Mission. Ich will von Punkt A nach Punkt B. Und was unterwegs passiert, ist mir egal. Ich habe Mission. Wir haben mich Leute beim Feiern gehen, haben mir auf dem Arm geboxt und haben gesagt, ey, das nächste Mal grüßt du auch. Und dann sag ich, wo? Ja, in der Fußgängerzone letztens. Sag ich, ja, war ich, aber wo warst du? Ja, ich stand 3 Meter von dir weg und hab gewunken wie blöd und du bist einfach weitergegangen. Ja, ich war auf Mission. Ich sehe da nichts. Nirgendwo steht hier ein großer Container rum. Wo genau? Ich will ihn auch sehen. Piep, piep, ich glaube, ich habe dich gehört. Wer weint hier? Das war ich nicht. Ich bin ganz weit weg. Ich bin fast am Anfang. Wie weit jemand? Du bist fast am Anfang, dann laufe ich dir entgegen. Wenn du auf der Karte guckst, ja? Ja. Dann ist ja links dieser Wohnwagen von uns. Ja. Und rechts davon sind ja so 2 Häuser, ne? Du meinst die 3 Stück, die eigentlich in einer Reihe übereinander stehen? Genau. Ja. Links von denen, da ist so ein Weg, der ins Nichts führt. Ja. Da ist ein Container. Okay, ich schwimme hin. Jetzt habe ich die Laterne. Da ist ein Container, aber da ist doch das Haus. Da, wo nichts ist. Über dem weißen Häuschen ist dieser... Ach so, der nach unten dann geht. Nach unten? Nein, links von den 3 Häusern. Aber da in bin der ich Mitte doch. Oben ist ein Haus. Ganz oben in der Mitte ist ein Haus, ne? Ja. Geradeaus runter, da geht ein kleiner Weg ins Nichts. Ja. Ja, da ist ein Container. Und genau dort stehe ich und da ist das Häuschen, wo wir drin waren. Bist du dir sicher, dass es das ist? Ich weiß es nicht, ich habe keine Orientierung. Wo bist du denn jetzt, damit ich mal wieder zu dir laufe? Ich bin auch fast da. Bei dem Weg. Den du mir gesagt hast. Okay. Ja, ich stehe jetzt vor der Garage von dem Haus. Ich laufe gerade um die Container herum.
Hast du das gehört, das Rumsen? Nö. Dann bist du nicht am richtigen Haus. Ich bin an dem weißen Backsteinhaus. Ich bin nicht an diesem weißen Backsteinhaus. Aber da ist der Weg. Nein. Doch. Flausch. Dann laufe ich jetzt zu dem mittleren. Nein, du sollst nicht zu den Wegen von den Häusern laufen. Wir treffen uns jetzt bei irgendeinem Haus. Zu welchem soll ich laufen? Ich hab dir jetzt ein Bild geschickt. So. Da muss er jetzt erstmal wieder hinfinden jetzt hier. Ich glaube, es hakt. Ach Mensch, das ist doch ganz was anderes. Also, da hättest du jetzt auch mal... Also... Das, also, nee, das... was war das? Das habe ich jetzt anders interpretiert. Ich hoffe, dass du an dieser Stelle jetzt die Karte einblendest dann, ja? Ich habe überlegt, aber mal sehen. Oh. Leute sehen ja, wo ich jetzt hinlaufe. Da bei dem weißen Ding ist auch ein Pinöpsel, der ins Nichts führt. Ich weiß nicht, ob das einen Eingang hat, aber du wolltest es sehen. Ja. Ich bin da. Vielleicht ist da ja auch irgendwie so ein Easter Egg mit QR-Code. MSE. MSC. Flausch, oh, ehrlich, ey. Ich hab dich lieb. Du bist manchmal als Orientierung ist echt nicht deins. Nein. Habe ich dir erzählt, ich habe mich mal in einem Reihenhaus verlaufen. Also es war doch nicht mal in einem Familienhaus, es war ein Reihenhaus. Oh boy. Ich habe gefragt, wo ich Pipi machen gehen kann. Hinter dir bin ich, ne? Okay. Und ich war Pipi und ich habe den Weg nicht mehr zurückgefunden. Und habe dann eine Tür gefunden und habe gedacht, das wäre dort. Und da war aber Dunkelheit drin und ich dachte, derjenige will mich jetzt nur verarschen. Dann habe ich im Dunkeln versucht, den Lichtschalter zu finden, habe dann gemerkt, das ist so eine Art Heizungsraum gewesen. Dachte, okay, du bist wohl doch in einem falschen Raum. Oh boy. Ja, ich... Ja, dann geh ich voraus, dann habe ich dich wenigstens... Aber hier waren wir doch drin. Oder? Oh, da ist deine Freundin.